Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal beziehungsweise zu einem weiteren Blu-ray Review. Und heute haben wir vorliegen genau die Blu-ray zu Squirm, Invasion der Bestien aus dem Jahre 1976 von Jeff Liebermann, den man ansonsten höchstens aus dem Slasher Vor Morgengrauen kennt, Just Before Dawn aus dem Jahre 1981, welcher ja auch vor kurzem bei CMV Laservision rausgekommen ist in einem Mediabook. Squirm nun ist allerdings noch unbekannter als Vor Morgengrauen, aber er ist rausgekommen in der Creature-Feature-Reihe als Nummer 8. Und in dieser Creature-Feature-Reihe sind zum Beispiel auch die Filme erschienen wie Mörderspinn oder Caprona Teil 1 und 2. Und ich finde, in dieser Reihe, ja, diese Collection, sage ich mal, kann sich dieser Film wirklich gut einreihen mit einem sehr, sehr schön gestalteten Cover. Was allerdings eigentlich irreführend ist, wenn man sich so einen Cover hier anguckt, dann denkt man, man kriegt Splatter und harten Gore, dem ist allerdings nicht so. Aber trotzdem hat der Film andere Qualitäten, wie ich finde. Auch relativ unspektakulär jetzt. Wir haben jetzt hier auf der Disc, auch ab 16 Jahren freigegeben, halt wie gesagt, auch dieses Cover. Wir haben auch ein Wendecover. Also alles ganz normal. So, warum? So. Wir haben auch ein paar Extras. Wir haben einen Audiokommentar mit dem Regisseur. Wir haben zum Beispiel auch die Super 8-Fassung. Die geht dann ein bisschen kürzer, 47 Minuten. Wir haben ein paar TV-Spots und so weiter und so fort. Das Übliche. Und somit können wir auch eigentlich direkt zum Film kommen. Aber vorher sei gesagt, Tonqualität, Bildqualität, alles wunderbar. Das kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Das wurde auch, glaube ich, relativ gut restauriert. Weil von der Bildqualität, wenn man sich das hier unten auch angucken kann, da kann man eigentlich nicht meckern, wie ich finde. Ja, und was man auch zu den Effekten sagen kann, die stammen von demjenigen, der auch die Effekte gemacht hat für American Werewolf. Und der hat ja bekanntlich dafür einen Oscar bekommen, genau, von Rick Baker. Und ja, ich finde, wenn man diesen Kontext im Hinterkopf behält, dann finde ich, wirken die Effekte auch nochmal anders und die Effekte sind auch wirklich cool gemacht. Wenn die Würmer dann irgendwelche Leute eingreifen und deinen Kopf reinkriechen und ja, das passiert. Es passiert zwar nicht oft, aber es passiert. Oder am Ende, wenn sie in Massen kommen und die Leute wirklich darin versinken, dann ist das auch gut gemacht. Aber worum geht's überhaupt? Ja, in einem beschaulichen Südstaaten-Kaff, Fly Creek, sind die Würmer los. Ein Gewitter hat die Starkstrommasten losgerissen. Diese fallen in den Sumpf und dadurch mutieren die Regenwürmer. Und mit diesen Regenwürmern nimmt es dann ein Ehepaar aus, welches aus einer Anwohnerin besteht und ihrem Freund aus der Stadt, der eigentlich ursprünglich in dieses Dörfchen gefahren ist, um Antiquitäten zu kaufen. So habe ich das zumindest verstanden. Das wird aber auch nicht ganz klar. Und wenn man im Internet guckt, dann könnte es sein, dass man davon eine andere Meinung kriegt, weil dieser Film hat teilweise keine guten Bewertungen, weil, und ja, das stimmt, es geht eine Stunde hauptsächlich darum, dass dieses Pärchen dem auf die Spur kommt. Der Film dauert auch knapp anderthalb Stunden, nein, sogar fast 100 Minuten, also fast eine Stunde 40 geht er. Das ist für ein Creature-Feature doch, na, schon durchaus lang. Die meisten gehen ja gerade mal 80 Minuten oder so. Und deswegen nimmt sich der Film auch relativ viel Zeit, um die Gewohnheiten der Charaktere darzustellen oder eben die Charaktere auch einzuführen. Man muss allerdings auch dazu sagen, das sind jetzt keine besonderen Charaktere. Deswegen ist das für den einen oder anderen vielleicht nicht so interessant. Aber ich muss doch sagen, die Schauspieler machen einen ganz guten Job. Die sind jetzt keine großen Stars oder so. Die sind auch in anderen Filmen, glaube ich, kaum noch mal in Erscheinung getreten, in irgendeiner besonderen Form. Aber sie machen hier einen guten Job. Die Charaktere sind durchaus sympathisch, sodass man mit denen mitfiebert. Es gibt auch ein paar Bösewichte. Es gibt ein paar coole Momente zwischen den Charakteren, dass die Schauspieler auch halt diese Atmosphäre rüberbringen können. Diese Konflikte, Charakterdrama, sage ich mal, wenn man davon sprechen kann. Das können die Schauspieler doch gut rüberbringen. Und es dauert halt wirklich lange, bis die Regenwürmer halt erstmal in Erscheinung treten, aber wenn sie dann in Erscheinung treten, geht es richtig ab. Dann kriechen sie in die Köpfe, wie man hier sehen kann, oder kommen gleich in tausendfacher Stückzahl, sodass die Leute darin versinken. Also ich glaube, es ist doch ein durchaus guter Tierhorrorfilm und als Langfilmdebüt von dem Regisseur, von Jeff Liebermann, das ist sein erster Langfilm, der hat davor nur einen Kurzfilm gemacht, kann sich das doch durchaus sehen lassen und so kann ich eigentlich eine Empfehlung aussprechen.
Mir hat er ganz gut gefallen. Es gibt sicherlich bessere Creature-Features, auch wenn man halt bedenkt, dass das Creature oder die Creature hier vielleicht am Ende für den einen oder anderen ein bisschen zu kurz kommen. Gebe ich trotzdem eine Empfehlung. Außerdem ist auch diese Blu-ray gut aufgemacht. Wir haben ein gutes Cover, wir haben noch ein paar Extras, Bild und Ton sind super. Die Blu-ray kostet nicht mehr als 10 Euro. Also von daher kann man hier, glaube ich, als Fan dieser alten Tierhorrorstreifen zugreifen. Ja, dann danke euch, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.